Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, herzlich willkommen zurück, ne? Zu Phönotopia. Ihr fragt euch jetzt, warum gehe ich jetzt eigentlich hier nochmal hin? Ganz einfach. Hier in dem Tempel allein gab es ein riesiges Gebiet, was wir noch nicht erkundet haben. Und in der Wüste an sich könnte auch noch ein bisschen was sein, was ich gerne noch ein bisschen erkunden würde. Also kann gut sein, dass da noch Herzstücke versteckt sind. Wir wissen ja, wie wichtig die Dinger sind. Den Stein muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich bin auch noch mal bei den Ouroboros in das Lager gegangen. Bei den Prüfungen kann man die immer noch bekämpfen. Und da habe ich mir auch noch einen Schlüssel ergaunern können. Also eine Tür kann ich auch hier offenbar noch öffnen. So, hier war mal nicht allein schon eine Tür. So, da ist der Ort, wo ich den Schlüssel verwerten kann, den ich mich hier noch ergaunert habe. Komm her. Easy. Gibst du mir einen Drachenspeif? Nein, schade. Der hat mir gar nichts gegeben. So, und hier ist tatsächlich noch eine Kiste. Denkst du dich, sieht man nicht? Hier. Ich habe noch mehr Futter für dich. Lecker, ne? Ist hier noch was? Nö. Okay, das wird lustig. So, steuert er mich dagegen. Das klappt leider nicht. Ah, ich brauche die Kisten. Ich muss die irgendwie da hochkriegen. Jetzt verstehe ich. Ich muss die der Pflanze zum Fressen geben. Erstmal triggern. Na dann hier. Feuer frei. Das geht tatsächlich. Nein! Ich brauch die nie mehr. Krabbeln, rüber, weiter krabbeln. Fall ich einfach nochmal runter. Und hier ist Money! Und ein Mondstein. So, wir haben aber noch weiter zu erkunden. Ich sollte mich aber vorher einmal heilen. Hier bräuchte ich auch einen Schlüssel. Ein Fallenraum. Ich hätte gern die Falafel. Fischstäbchen kann ich essen. Komme ich denn hier wieder raus? Sag bloß, ich kann den Sand wegspringen.
Am Mann schnorten lässt es sich sprengen. Einfach überall mal sprengen. Hab's offenbar schon rausgeschafft. Ach stimmt, das war der Fallenraum. Hier lässt sich doch eindeutig auch springen. Okay, nichts Besonderes. Hier lässt sich wieder so eine Pflanze bekämpfen. So, hier ist jetzt offen. Hallo, du sollst das fressen. So, guten Appetit. Die Pflanzen werden besiegt. Und noch mehr Geld in meiner Tasche. So wird man reich, Leute. So, hier links und rechts habe ich auf keinen Fall schon geguckt. Ah, hier kommt man auch von rechts. Glaube ich. Erstmal gucken. Ja, von hier kommt man. Oh ja. Schade, ich habe die Eule verfehlt. Obwohl, könnten auch Fledermäuse sein. Also, ob so ein Vieh auch hier ist. Der erste Boss ist mehr kennen, als man denkt. Aua. Aua. Der macht ja richtige Kombos. Stirb. Ich hab keinen Bock, mich aufspießen zu lassen. Ich habe jetzt nichts dafür bekommen? Im Ernst? Ein Ort zum Fischen. Und ich sehe da was auf dem Grund, das ich haben will. Wenn ich es richtig mache, dann kriege ich es auch direkt. Ich muss dann an der Stelle einen Fisch anbeißen. Ja, das hast du prima gemacht, Shining. Oder man braucht echt so ein Objekt zum Tauchen. Weil in der Ouroboros Hauptstadt, wo die ja alle hocken, da war auch was unter Wasser. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man noch irgendein Objekt zum Tauchen braucht. Wozu habe ich jetzt diesen Mini-Boss hier wieder besiegt? Wie kommt man eine Etage höher? Ist die bessere Frage. Ich sehe keinen Weg nach oben. So, ich mache mal einen kurzen Cut, bis wir in der Wüste sind. Da würde ich nämlich auch gerne noch erkunden. So Leute, ich bin in der Wüste. Ich wusste, hier ist bestimmt irgendwo noch ein Gebiet, das man finden kann. Wo was versteckt ist. Okay, hier ist Treibsand. Hier brauche ich ein neues Lied für.
Also, ich werde hier wahrscheinlich später nochmal hinkommen. Gucken wir noch weiter. Vielleicht gibt es trotzdem noch ein Gebiet, das wir jetzt schon erkunden können. Da ist auch noch die eine Höhle. Und hier brauche ich sogar das Ouroboros-Lied. Mal kurz gucken, wie ging das nochmal? Nein, nicht das. Ah, grün. Hab's gespielt. Hilfe. Erstmal das Ding hier kaputt. Warte mal. Zack. Die Schalter machen das wieder aus. Ich habe eine gute Idee. Ich konnte sie nicht mehr umsetzen. Ich heile mich mal sicherheitshalber, weil das hat ordentlich gezogen. Ach, hier sind auch Schalter und die darf man nicht aktivieren. Dann ist ja nicht sprinten die Devise, sondern aufpassen, dass man nicht auf die Schalter tritt. Ach, rüber geschafft. Ich hoffe, das funktioniert nicht in die andere Richtung genauso. Was ist das jetzt? Eine Ouroboros-Schriftrolle. Wo finde ich die? Da. Eine Schriftrolle mit unleslichen Symbolen. Die Enden sind mit Amethysten dekoriert. Was suggeriert, dass es sich hier um einen Import handelt. Ein geschätztes Mitglied der Ouroboros könnte seine Bedeutung erklären. Also sollte ich jetzt nochmal zu den Ouroboros zurück. Ja, lustig. Kann ein bisschen dauern, bis ich das geschätzte Mitglied gefunden habe, deswegen wieder ein Cut. Leute, ich habe die Person gefunden, wo ich die Ouroboros-Schriftrolle hier abgeben muss. Offenbar ist es diese Atri, die man bei der Kraftprüfung bekämpft hat. Man fragt sie, ob man bei der Obhut kriegen kann und dann sie bringt mir auch mal für die Ouroboros-Schriftrolle Kampftechniken bei. Ich brauche zwei Schrifträume, bevor die mich unterrichten kann. Also ich muss erst noch eine finden. Gut, dass das geklärt ist. Okay, damit haben wir vorerst die Wüste fertig erkundet. Ich werde jetzt wieder auf dem Weg nach Atri sein. Ich hoffe, dass euch der heutige Part gefallen hat. War ja mehr so eine Erkundung. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!